Doppelherz. So. Was willst du von mir? Spyro, mein Junge! Ich habe hier irgendwo eine Zauberbohne. Einen Samen für dich. Ah, hier ist er. Pflanz ihn mal ein und sieh, was daraus wächst. Okay, gut. Die Dreiecktaste gedrückt hält. Achso, wenn du die Dreiecktaste gedrückt hältst, kannst du die Samen leichter platzieren. Oh, wenn du den Samen wieder haben willst, fackel die Pflanze ab und sie wird wieder zum Samen. Ah, toll, super. Ah, dafür waren auch diese lustigen Felder hier wahrscheinlich, ne? Ja? Okay. Frisst du. Ich hab gedacht, du frisst das jetzt auf, du Sau. So. Ah, okay. Das Lustige ist halt nur, dass es hier mehrere gibt. Aber wisst ihr was, ich mache jetzt erstmal die Quest mit den Kulex zu Ende. Weil das schlägt mir gerade irgendwie auf die Nieren. Sonst vergesse ich dann noch irgendwas. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal gerade irgendwie... Ich versuche es. Die Betonung liegt wirklich auf versuchen, die erstmal zurückzubringen. Also genau, hoch da, hoch da, hoch da. Okay. Ja, sehr schön. Nummer 1 wäre schon mal drüben. Versuchen wir uns jetzt an Nummer 2. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt wieder irgendwie wieder aus irgendwelchen... Willst du mich verarschen oder was? Ah! Ja, der ausgenudelte Analogstick ist jetzt auch nicht mehr so toll. Ich habe immer noch nicht die neue Controller angeschlossen. Ja, ja. Ihr habt richtig gehört. Okay, aber ich kann auf jeden Fall rechts, habe ich gesehen, wenn ich da den Samen pflanzen würde, würde ich schon mal an den zweiten Samen drankommen. Das ist auch schon mal schön. Komm und... Ja, sehr gut, wir sind beide schon mal drüben. Hep. Komm, einfach hier weiter. Komm. So, wo war der Ochse? Da nicht. Oh. Ach so, okay, jetzt verstehe ich auch, wie die laufen. Die laufen immer von mir weg, das ist gut. Kommst du da hoch? Nein, natürlich nicht. Kommst du da wenigstens hoch? Dankeschön. Das ist echt so eine nervige Aufgabe irgendwie, weil es ist einfach nicht spannend. Es ist einfach nur versuchen, mit der Steuerung klarzukommen. Es kann einem nicht viel passieren. Und einfach zeitaufwendig. So, jetzt da lang, genau. Und, verdammt. So. Und der letzte. Ich guck gleich vielleicht doch erstmal, was auf der Leiter ist. Jetzt fällt er nicht wieder runter. Saudo. So, komm, jetzt muss ich die Höhle hier tigern. Brennen, brennen. Ich müsste ja schon sowas von durch sein, wie oft ich hier jetzt schon angefackelt habe. Es wäre lustig, wenn ich hier auch einen Sternenkreis platzieren könnte. Nein, da kannst du nicht lang, da ist Abgrund. So, so, so. Genau, weg da. Weg da auch, bitte. Das ist schon mal was anderes, Mensch. Immer so ein Spökes hier. Ui, huch, falsche Taste. So, jetzt aber. Und rein da. Erste Kugel. Danke, Spyro. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Kannst du mir direkt 2 geben, wenn du Bock hast. Geizhals. Da draußen sind noch 2 Kulex, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Warum? 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 Ach komm, wir klettern jetzt mal hoch. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwo hinbringt, wo ich schon mal war. Sieht nicht so aus, okay. Ah! Ahaha, Powerpunkt. Sehr schön. So, jetzt haben wir 3000 Edelsteine. Oh, okay, da unten ist schon mal einer. Ich frage mich gerade nur ein bisschen, wie ich den hochkriege. Ah, vielleicht mit dem Superfeuer. Okay, da sind beide. So, das heißt, mit dem Superfeuer kann ich auf jeden Fall schon mal die Vögel abknallen. Das ist schon mal ganz gut. Es könnte einen Stilpunkt geben. Einen Könnerpunkt. Weiß ich aber nicht. Ich habe ja sowieso was bestrebt, überall alle Gegner zu killen. Von daher... So.
Oh mein Gott, die beschießen mich. Haha, 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 ha, in your face. Nein! Okay, die treffen mich nicht. Ich habe irgendwie so einen coolen Winkel. Ich mag Winkel. Den ersten habe ich so bravourös getötet. Den zweiten treffe ich nicht, wollte ich gerade sagen. So, gucken wir doch mal, was das Superfeuer hier so gegen die Viecher hier macht. Bam! Okay, es ist gut. Superfeuer ist gut gegen die. Es ist sehr gut. So, dann stehe ich einfach mal hier oben hin und ziele einfach mal ein bisschen. In der Hoffnung, dass ich auch was treffe. Bam! Sehr gut. So, sehr schön. Da sind die beiden schon mal oben. Hep. So, okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Sparks! Ach, verdammt! Ich hab dir vertraut, Mann. Du hast mich so bitter enttäuscht. So, der Nachteil ist natürlich, ich sehe jetzt nicht, weil ich ja meinen zweiten Monitor nicht anhab. Habe ich es überhaupt schon gesagt? Weiß ich nicht. Ist ja auch unwichtig. Auf jeden Fall, ich sehe jetzt nicht, falls die Aufnahme irgendwie auf einmal mittendrin aufhört oder so. Das ist natürlich dann Käse. Aber ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, weil es die letzten 10 Male gut gegangen ist, dass es auch diesmal gut gehen wird. Ah, komm. Jetzt spring da runter. Ihr sterbt doch nicht dadurch, oder? Tut mir leid, Spyro. Du hast diesen Kuhleck getötet. Du wirst sterben. Nee. Dann kann ich das Spiel nicht mal auf 100% schaffen, das wäre nicht so schön. Na gut, wenn es das war, dann ist es okay. Ja, nein, nein, ja, komm. Das sieht nicht von alleine. Das ist ein jetzt wurde er von den anderen rausgehauen wieder. Vor das Mobbing-Opfer. Bruder, da ist er. Komm. Und jetzt. Ups, daneben. Nein, nicht weg, nicht weg. Och, Dennis. Mann. Das ist doch nicht so schwer, oder? Wobei, die Steuerung hat heute mich eher im Griff, als ich sie. Gerade wenn ich renne. Ah, sehr schön. Ich bin beeindruckt. Du hast alle 7 Kuhlecks für mich gefangen. Hier ist deine gerechte Belohnung. Sehr gut, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Das war doch ganz annehmbar. So, okay, dann schauen wir doch mal weiter. Da hinten habe ich glaube ich schon alles erledigt. Wobei, ich hole mir nochmal das Feuer und ich gucke mal, dass ich erstmal die Vögel abknall. Oh, er klettert so langsam, oh mein Gott. Hoch da, Spyro. Der ist kein Pyromane, der ist Spyromane. Das war so schlimm. Okay, ja, wo komme ich denn hier? Ich muss klettern. Oh, warum sagt mir das denn keiner? Ich wusste die das alle, aber ich habe es wieder nicht verpeilt. Ich habe es wieder nicht verpeilt, genau. Nein, ich habe es wieder nicht gepeilt. Ich habe ein SMS bekommen. Oder ist der Akku fast leer? Ich weiß es nicht. Yep. Ach komm, beeil dich, Spyro. Ich muss also ganz zum Anfang zurück. Ah, muss der hochbeamen. Dingens. Kann ich das überhaupt so schaffen? Komm. Oder. Läuft die Zeit weiter? Nein, okay, das ist sehr nett. Ich komme gar nicht so weit. Gehe ich gerade überhaupt den. Ja, ich gehe den richtigen Weg, aber. Was ist denn für ein Käse, Mann? Das sieht aus, als würde das hochgehen irgendwie, wenn ich irgendwas mache. Ist auch egal, wir machen jetzt erstmal weiter, ganz normal. Ich muss meine Struktur beibehalten, sonst wird das nichts. Ah, komm. Gut, dann gucken wir erstmal, was wir mit den Samen erreichen können. Ich kann damit auch noch was Tolles machen. So, wo war die Höhle, wo ich nochmal hin wollte? Das war die da hinten, oder? Nein, natürlich nicht. Da war sie doch hier. So, okay. Es ist relativ warm. Es ist nicht so schön. Ah, vor allem in meinem Zimmer. Hier ist einfach keine Luftzirkulation. Das ist wirklich alles andere als toll. So, wo hab ich den Samen gepflanzt? Hier oben, ne? Jo, okay. Das heißt, dann hole ich den jetzt erstmal runter. Komm. Friss, dankeschön. Jo. Kann ich auch noch einen hinlegen? Okay. So, okay. Ich habe leider bei den anderen Bereichen gar nicht auf die Samenfelder geachtet, ob es sowas gab oder nicht.
So, okay, jetzt komme ich dazu mindestens schon mal hoch, genau. Oh, jetzt muss ich den einen dahin bringen, dann muss ich wieder zurück, um den anderen zu holen. Und oh, ist das nervig, oh mein Gott. Jetzt gucke ich, was passiert, wenn ich hier hinspucke. Es ist auf jeden Fall hoch. Gut. So, Hub. Okay, so, das heißt... Da bräuchte ich insgesamt 3 Stück, so wie es aussieht. Die habe ich gleich. Nummer uno. Hep. Hep. So. Oh, ist das eine anstrengende Scheiße hier. Friss. Dankeschön. So, jetzt da Nummer 2 und ich glaube, dann komme ich da rechts in den Bereich. Da ist so ein Fenster, was offen. Oh, man sollte auch treffen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Komm. Ah, Dankeschön. So. Sehr schön. Okay. Ah! Stopp. Gut. Und jetzt da runter. Oh, es hat sogar geklappt. Ich bin beeindruckt. Achso, da oben ist auch noch einer. Gut. Ich gucke jetzt mal ein bisschen um, weil hier so hoch war ich noch nie, glaube ich. Gucken wir mal. Komme ich da hin? Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Achso, es sind direkt 3 auf einmal. Gut. Stirb. Da ist noch ein Samen. Okay. Sehr schön. Da muss ich nur treffen. Sollte möglich sein. Theoretisch. Ja, so groß, ey. Hui. Und da nochmal lang. Hep. Ich muss auf jeden Fall noch dran denken, dass ich auch die Fragezeichen Urnen ja, begutachte. Hallo. Gut gemacht, mein Junge. Hier sind noch 2 Samen für den Rest des Weges. Oh, und nimm das hier mit, wenn du nichts dagegen hast. Das flog in meiner Tasche herum. Ah, noch eine Kugel. Sehr gut. Also die Kugeln sind ja jetzt schon mal quasi gegessen. Ich glaube, wenn ich bei Julia bin, dann kriege ich noch eine. Jetzt gib mir deine Samen, Professor. Ja, okay. Aber wohin? Wohin mit meinen Samen? Unten scheint nichts mehr zu sein. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher und falle lieber nochmal runter, genau. So. Ich glaube, um den Samen komme ich auch nicht herum. Also ich muss den benutzen quasi. Ich könnte ja praktisch wieder abfackeln und wieder mitnehmen. Oh, meine Nase juckt gerade. So, okay, da ist einer. Das war auf jeden Fall relativ knapp. Okay, und da oben ist noch einer. So. Ich darf's noch essen. Dankeschön. Oh, nö. Komm, dann schieße ich ihn einfach nach da oben. Bums. Ich will den oberen bitte haben. Ach, jetzt kriege ich beide wieder. Hä? Was? Ach so, ach, da war doch gar kein Samen drauf. Okay, ich verstehe. Habe ich hier nicht gerade was draufgespuckt? Oder bin ich gerade blöd? Oh, der wollte wieder nicht, die Sau. Okay, jetzt bleibst du oben liegen, das ist sehr schön. Das freut mich. Komm, friss. Danke. So, hepp. Und... Rum da raus, das ist so spannend, oh mein Gott. Man muss laufen. Wow. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo man laufen muss. So. Und ein bisschen nachdenken muss man auch, okay, aber... Ist ja jetzt kein... Atomreaktor, den man hier jetzt gerade... Ne? So, jetzt bin ich endlich da. Bei der Sau. Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Oh, da ist Romeo. Du kannst das hier haben. Ich brauche es nicht mehr.
Ist Julia männlich? Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Synchronisierung lag oder ob das ein Gag sein soll. Ich kenne das Englische leider nicht. Oh mein Gott. Es wäre schlimm, wenn es echt nur die Synchronisation wäre. Oh, sehr schön. Gut, was fehlen mir denn jetzt noch? 67 Edelsteine? Warum denn noch so viele? Was fehlt mir denn noch alles? Hä? Das Level ist scheiße, ich mag das nicht. Überhaupt nicht. Boah, ich glaube, ich verbringe die ganze Aufnahme heute hier. Ich hätte jetzt ja gedacht, okay, die eine Urne fehlt mir auf jeden Fall noch, aber sonst... Was habe ich hier noch? Gab es hier noch einen Bereich, wo ich nicht lang gegangen bin? Okay, gut, mir fehlen... Ich hab alle Gegner besiegt. Aber wir fehlen doch noch Vögel, die ich auch noch besiegen muss, oder nicht? Gut, machen wir es. Wie meistens, also, ne? Einfach wieder zum Anfang zurückgehen. Ja, 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 so. Vielleicht... Also wenn, dann müssten am Anfang ja noch Vögel sein. Aber die zählen doch auch als Gegner, oder nicht? Verstehe ich nicht. So. Zurück, zurück, zurück.